Moinsen und herzlich willkommen mal wieder in meinem Hausfrauen-Stream. Heute machen wir dann auch was gegessen. Ja, moin. Das Event kurz weiter. Kurz. Und on top. Ja, also. Wir haben ja noch ein paar Sachen zu erledigen. Moment. Habe ich gedacht, dann machen wir die doch kurz. Kurz, glaube ich, wird zwar nichts, aber lang auch. Wir haben ein paar Aufträge noch von dem Event und Dailies. Edition. Wir wieder genug Mats haben. Schön, als wir brauchen gar nicht gucken. Immer wenn ich da bin, sind auch keine vernünftigen dabei, ne? Was da rein donnern. Bin ich mal. Wenn es nichts gibt, da steht auch nichts los. So. Brauchen wir eh nicht. Und da kein haben. Also so, gucken wir mal, was es so gibt. Aus diesem Hals bin ich geschnitzt? Okay, tu so, als wärst du überrascht. Wie sicher sind nochmal diese Röntgenstrahlen? Nehmen wir mal die gratis Lamas mit, ne? Ja, du hast, worauf es ankommt. Nach meinen Wünschen. Ich habe ein komplexes Innenleben. Hallo, Freund. Alles, was umsonst ist. Nette Abwechslung. Komm schon, Leute, hier, was ist denn los? Coach. Fühlt sich noch jemand durchschaubar? Jetzt verschlucke ich mich auch noch. Das Grafsnauer nehmen wir auch mit. Hatten wir gestern vom Login? Ja, moin. Was spucke ich mit? Spucke hier. Was ist denn da los? Jetzt guck dir mal diese Beute an. Mein Gott. Habt ihr Tickets? Das R steht für Rand. Ich könnte wirklich dir gehören. Können wir gleich eins aufmachen? Oh, da. Wo noch nie ein Lama zuvor gewesen ist. Mal was Vernünftiges hier, wäre ja mal schön. Das, was wir noch nicht haben, vielleicht. Ja. Ich glaube, das ist der Entdecker, der uns gefehlt hat. Oh, meine Güte. Mal alles wieder löschen. Oh, ich will gar nicht wissen, wie viel Millionen von überlebenden EP ich habe. Alle löschen, was wir nicht. Gucken gleich mal nach. Würde mich mal jetzt so interessieren. Hey, den haben wir noch nicht, das der uns auch hat. Ja. Und so, dass wir nicht haben, so ein Perks, ja. Es schaut gut aus. Millionen überlebende EP. Wellen und Skizzen EP geht ja noch, weil ich da noch einiges eingesteckt habe. So, wir müssen auf jeden Fall 3 im Plankerton und 3 im Brutal machen.
Nicht toll. Einer ist so schnell. So, achso, wir haben noch den. Weiß nicht, lasse ich den drin oder nicht? Der ist eigentlich ganz gut mit seiner Basis. Wenn ich schon alleine spiele. Mit Tickets. Ja, dann bin ich doch eher für die Datenbeschaffung. Man die jetzt ja abkürzen kann, spielen wir die mal. Kann nicht sein. Das sind noch die blöden Spielautomaten. War auch noch. Aber guck, normalerweise sind wir mit Entdecker unterwegs. Oh Mann, ich den ganzen Deck. Ja. Mein Mäuschen, was ist denn los? Wir waren noch gerade. Halt. Schon mal weiter runter, ne? Es ladet und du weißt ladet. Doch, dass wir uns immer neue Gadgets ausdenken, um dem Sturm eins auszuwischen, ja, oder? Ich... Naja, das hat jetzt ein Wettrüsten ausgelöst. Du hast doch bestimmt auch diese Gerüchte gehört, dass es noch einen gefährlicheren Teil des Sturms gibt, oder? Und wir wollen Spaten zum Laufen. Der immer näher kommt und dich irgendwann lebendig verschlingt? Weißt du noch, als ich sagte, das würde hier niemals nie nicht passieren? Tja, da lag ich wohl falsch. Wissen wir müssen sagen. Die Daten beschaffen, bevor der Sturm uns überrollt. Also solltest du dich vielleicht beeilen. Wir haben nur 20 Minuten. Achte auf deiner Karte darauf, wohin der Sturm sich bewegt. Ja, aber ich flieg trotzdem mal rum. Nein, schon wir in der müssen Quest. Wie immer die Daten beschaffen, aber dieses Mal müssen wir auf den Sturm achten. Wenn du dem Sturm ausgesetzt bist, tut das weh. Richtig weh. Du wirst Schaden erleiden, wenn du in dem Sturm bist. Also behalte deine Kondition im Auge. Landeplatz gesichtet. Cooler Fund. Jeder Angriff der Sturmkreaturen könnte die Daten beschädigen. Es wäre wohl besser, Verteidigungslinien um den Landeplatz zu errichten. Atmischen Sie dich da ein. Schade immer noch, dass es eine Story dazu gibt. Was? Okay. Wind fliegt. Nee, ist aus, Bildschiss. Ich spiel auch keinen Entdecker, kann es auch gar nicht sehen. Horst. Ah. Ihr Schwarm zu klein. Hm. Endlich meine Spielautomaten dafür. Meine Güte. Wir müssen ja auch Nebelmonster töten, ne? Das können wir ja auch ganz gut eigentlich hier im Hut haben. Eins von fünf. Wir müssen ja zurück wegen der Zone. Ein bisschen gedöhnt hier. Als Zone macht. Oh.
Ist eigentlich auch egal, wir müssen sowieso ein paar Missionen machen. Okay, bin ich dran vorbei anscheinend. Sind leider noch da, ne? Die Himmelmonster werden wir sowieso gleich töten beim Fight. Ach. Eine Quest. Da hinten, da unten. Oh. Dann können wir auch schon zurück. Guck mal, da haben wir schon fast alles in einer Quest erledigt. Easy. Dann können wir anfangen. Basketball-Korbteile, das verstehe ich. Also muss ich mal durchlesen. Niemanden belasten. Sabbelt ein Scheiße. So. Nee, so. Möglichkeit, alle Daten zu beschaffen. Wir müssen den Ballon so bald wie möglich abschießen. Hol den Ballon vom Himmel, lade die Daten herunter und dann nichts wie weg. Hm? Und gleich, nachdem wir auch noch ein, zwei Flieger haben. Das kann man ja mal machen. Was haben wir dann schon aus dem Pistole? Ist vielleicht hier nicht so geeignet. Nehmen wir doch die Waffen weg, ne? Also die Stellung und kämpft. So, dann mal auf andere machen. Der war besser, ja. Mit dir. Für die Festung. So, und dann kannst du. Der Ballon ist gelandet. Verteidige die Daten. Der Gegner ist an Hülle gesichtet. Einer durch. Eins ist ja.
sehen gut aus. Ja, nicht gut. Und komm hier hin. Es kommt, weil die von hinten da kommen. Datei erfolgreich abgerufen. Moin Bunny, moin Andreas. Na, wie geht's euch? Noch eine Datei. Nein, alles weg. Okay. Okay. Kopfschmerzen, das klingt ja nicht gut. Stehen auf die Person. Sehr nervig, wahrscheinlich dieser Umschwung des Wetters immer, ne? Datei erfolgreich abgerufen. Ich muss meine Basis hier hinsetzen. Ja, ich wollte das Event auch noch fertig machen. Und ich warte auf Bunny und Emrix, bis die fertig sind. Ja, genau, viel Wasser trinken. Man muss sich zwingen, viel Wasser zu trinken. Dann. Die Daten sehen gut aus. Ja, wir haben 4 von 5. Die Sturmfront ist bald da. Hilf mir mal! Ach man, wir heulen hier. Datei erfolgreich abgerufen. Der Gegner ist erledigt. Genau. Ja, los mit dem Bin. Die Daten sehen gut aus. Oh, Nebelmonster. Nebelmonster eliminiert. Wo finde ich Basketballkorbteile? Da wollen wir mal gleich nachgucken. Da holt immer auch immer rum. Ich werde angegriffen und so. Warum ist hier eigentlich ein Spawn? Hä? Wo ist denn der? Der doch reingekommen. Hä? Erklär mir mal bitte, wie soll der denn hier reingekommen sein jetzt? Wenn oben zu ist.
Das ist der Boss. Ach, deswegen. Nur mich schon. Ich dachte schon so, hä, alles zu? Wo kommt der denn da rein? Andreas, viel Wasser trinken, sagt man immer bei diesem Wetter. Ja, Bunny, ihr müsst mir Bescheid sagen, wenn wir anfangen. Also ich mache jetzt sowieso nur noch das Event jetzt hier. Das ist mein letztes Magazin. Dann hat verballer schon den ganzen Money, ne? Warum läuft er hier eigentlich weiter, wenn ich da eine Puppe setze? Noch eine Datei. Das läuft ja. Das ist mein letztes Magazin. Ja, ist mein letztes Magazin. Das ist mein letztes Magazin. Das ist mein letztes Magazin. Brauche Money. Oh, Money. Vielleicht fährt. Schickt mehr Muni! Schickt mehr Muni! Also, legen wir los! Mit diesem Geschenk lasse ich meine Feinde ins gefrorene Gras beißen. Aber ja. Warum hast du eine Trinkmengenbeschränkung? Beschränkung? Ansehnliche Leistung, Kommandant. Also, ach, ehrlich. Gute Arbeit. Mit den Daten, die du sammeln konntest, können wir leichter. Das habe ich noch nie gehört. Und Schwachstellen interessant. Finden. Ja, wegen dem Herz, aber. Ich hätte nicht gedacht, dass es da eine Beschränkung gibt. Also, zumindest ist 2 Liter ja nicht viel. Die normalen Menschen. Für mich wäre es zumindest viel. Ich trinke keine 2 Liter. Der Zug kommt 1 Liter. Bum, bum, bum. Und Hochmut. Ich will mal gleich gucken, was mit den Basketball-Dingern ist. So. Mal einfach. Hopp. Wir haben beide schon. Ich nehme aber trotzdem. Mal nach, was er sagt. Ja, nicht. Hinten. Ja, der. Oh, oh, oh. Wer es trotzdem merken kann. Das kann ich mir merken, sowas. Also, ich will mal gucken. Erst mir. 2 vom Blanker. Also vielleicht noch einen. Stoppen. Okay. Wir müssen ja eigentlich noch 2 in 2 jetzt machen, aber ich glaube, ich im Plan. Jetzt.
das gewinnt, aber... Und die mache ich schnell ein, Atlas. Let's go. Mal schnell. Vorstandort finden wir noch bestimmt. Ein Atlas. Echt krass, Andreas. Bunny ist ja eingepennt, ne? Sau. Der ist ja nicht mehr wiedergekommen. Dann ist Missy noch mit dazugekommen gestern. Sven, wie gesagt. Und ging dann so bis um 3 Uhr. Und dann hatte ich aber auch... Missy war ein bisschen anstrengend, wie immer. Man kennt's. Und die haben gespielt wie die Verrückten. Also... war mit Plus rausgegangen. Davor ja mit Minus, deswegen 50.000 immer noch Minus, aber das gucken wir ja schnell wieder rein. Auf jeden Fall gut. Halte dich für eine wichtige Wetterwarnung bereit. Jetzt sind wir ja wieder hier, ne? Lass uns gegen den Sturm kämpfen. Ohne Herausforderung jetzt verfügbar. Ohne Waffen, ne? Zentral. Ja. Jetzt sehen wir gleich den ab. Wenn nichts, so fangen wir sofort an, ne? Ziel erfasst. Platziere den Atlas auf dem Ziel, wenn du soweit bist. Ohne und A. Voilà. Ich baue sogar mit Holz. Material haben wir auch nicht mehr. Trotz Expedition, ne? Mein Rhythmus ist auf jeden Fall irgendwie total durcheinander, ne? Finde ich gut, wenn ich dann so mitten in der Nacht mal schön Gassi gehen kann, hab meine Ruhe und so. Moin Deadpool! Aber so die Uhrzeit ist schon irgendwie krank, ne? Wird's nicht jeden Tag sein. Heute will ich alle spätestens um 2 im Bett. Gute Arbeit! Leg Blue Glow in den Atlas ein. Diesmal doppelt bauen muss, ne? Wenn du bereit bist zu Beginn. Lass ich auch einmischen, ne? Jetzt dein Pool. Das ist genug, Blue Glow. Du schaffst es, Kommandant. Danke. Misere. Wenn wir so nur den einen da spielen. Hör auf da. Ich bis nach oben.
Dann machen wir den Schau. Gut. Hihihi. Regelt. Ja, wunderherrlichst. Haben die aber nur den ganzen Tag rumgedüllt, gepennt. Mit euch haben ein bisschen schon was getan. Meine Alerts sind fertig. Ich glaube, dass der Sound jetzt auch funktioniert. Ich glaube zwar immer noch nicht dran. Ja, aber ansonsten echt besser. Der haut die Muni weg, du. Ja, funktioniert gut mit dieser Waffe, ne? Aber der haut die trotzdem weg in einem Loch. Der Gegner ist erledigt. Kriegst du das schon? Ja, Alarm. Ja, solange er noch Muni hat. Sind die Tutti-Punkte eigentlich noch? Ja, finde ich auch, Deadpool. Sind die Tutti-Punkte eigentlich noch aktuell? Ich weiß nicht. Hexen, ne? Egal, Holz haben wir genug. Na, ja, entspann dich ein bisschen, Junge. Geh gleich weiter. Hölle gesichtet! Money, ey. Ein bisschen verschwenderisch, ne? Weiß nicht. Die weiß nicht. Also mit den Punkten meinte ich das. Ja, das war mir an Mani und Andreas, die sowas. Sie haben mich umzingelt. Nehmen sowas ja immer im Blick. Ich muss eigentlich meine Basis setzen. Der Gegner ist erledigt. Mal. Ja, bei den Fischen. Ach. Ehrenwerte. Was machst du denn da, wenn... Ja,
ne? Sie haben mich umzingelt. Der Gegner ist erledigt. Da hätten wir mal ein bisschen schwer nochmal einen Verteidiger aufstellen können. Ich hätte nochmal einen Schläger aufstellen. Meine Freunde. Ja. Ah ne, du spinnst. Ja. Moment. Ja. Die Sekunden hier können sie zu spinnen. Nur noch 30 Sekunden. Nehmen gerade schon mal alle aus. Eigentlich müsste die Basis doch genug regeln. Und jetzt ist es bei mir, Bunny. Kein Ton? Na toll. Gut gemacht, Kommandant. Du musst unbedingt, du hättest auch einen Host testen können. Da musst du nicht spenden. Ich versteh's nicht, warum da kein Ton ist. Erst mal. Ach geil, wenn ich die Donation wiederhole, dann. Ich habe gesagt, ja, ihr könnt mitspielen. Siehst du, das spinnt um. Moment. So nochmal. Jetzt müsstet ihr doch den Ton hören, oder nicht? Also ich höre ihn sogar doch auf meinem Laptop. Danke für dein Follow. Ja oder nein? Hey, Epic, das kannst du vergessen. Asclep, wenn du mich adden möchtest, dann musst du Jessica Tutti eingeben bei Epic Games. Nein. An Andreas und an Bunny. Ja, wenn nicht so ist, dann mag ich mir zum Freund das geben. Irgendwie komisch. Ah ne, Kriegsspiele mal nicht. Ich zock nur 2-3 Missionen jetzt noch, wenn überhaupt. Meine Sachen mache und ich spiele mich nicht mehr aktiv Fortnite. Nur damit ich fertig bin. Ich kann den Ton auch lauter machen. Also bei mir auf dem Laptop kommt der Ton. Ich will nur keine Rückkopplung haben im Mikrofon. Also falls ihr noch da seid, macht's Clip. Ich spiele noch ein, zwei Missionen im Tankathon und im Brutal eine. Yes? Bunny? Wir testen das später.
Ach so, ja, ich muss. Im Grasland, okay. Vor Orte. Aber repariert. Kann ich nicht. Vor Orte Datenschau. Wie ja. Jetzt hört man den Ton oder was? Weil ich den Ton auf meinem Laptop. Oh, Eispiel ist online. Yay. Da los. Bunny, wir testen das nachher nochmal, weil, wenn ich mein, geht ja darum, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Mikrofon ausmachen würde, ob ihr dann den Ton hört, weil der Ton ist jetzt hier auf meinem Laptop auf laut. Das kann es nicht sein. Ein Ton bei Donate. Ja, das ist klar, ich habe das Sticker rausgezogen. Bei Host. Ja, dann mal so machen, Bunny. Guck, mein Laptop-Ton an. Mach jetzt mein Mikrofon aus und mach dann Spiel nochmal ab und sag mir, ob ihr einen Ton hört. So, habt ihr jetzt einen Ton gehört, ist die Frage. Weil ihr sollt ja den Ton nicht über mein Mikrofon hören. Das ist halt eigentlich nicht so den Sinn. Ja, siehst du? Genau, das meine ich nämlich. Der Ton kommt nur. Pass auf. Du hast doch bestimmt auch diese Gerüchte gehört, dass es noch einen gefährlicheren Teil des Sturms gibt, oder? Einen ätzenden Sturm, der immer näher kommt und dich. Wenn ich hier meinen Laptop auf Stufe 100 mache, soundmäßig und dann nochmal abspielen, wenn es dann geht. Geht nicht. Wenn ich ein drittes Mal überrollt. Aber nicht. Also solltest du dich vielleicht beeilen. Wir haben nur 20 Minuten. Achte auf deiner Karte so, das ist jetzt Sound über meinem Laptop. Und das kann es ja nicht sein. Das ist, glaube ich, eine Einstellungssache dann. Aber dann funktionieren die Sounds ja. Eintötisch. Da will doch nicht so viel rum, da. Wir haben einen Bonus im Spiel. Ein Bonus im Spiel. Jetzt Basketballkörbe so. Problem der Technik. Aha. Das ist nicht ein Basketballplatz. Ja, sind mit Eiern. Wo ist jetzt der Platz? Ja, wohl nicht sein, dass diese Tonübung da, Schießtonübung, genau auf dem Basketballplatz, wo ich dann eigentlich meine Test finden muss. Ein Lager finden. Ein Lager. Wo soll dann hier sein? Hier ist nichts in der Stadt. Landeplatz gesichtet. Cooler Fund. Jeder Angriff der Sturmkreaturen könnte die Daten beschädigen. Das kann bestimmt natürlich auch sein.
Landeplatz des Ballons zu errichten. Man so und so viel Missionen spielen muss, damit man das kriegt. Na. Man kennt's. Der nächste Feind, der durch meine Hand fällt. Melodramatisch, ne? Nicht. Du mal stirbst, ne? Nicht so viel. Wir haben ja so viele davon. Ah. Können uns so viel zu tun. Die Hexen nerven jedes Mal. Nervig, ja. Ja, wie wär's mal mit der Mission öffnen? Alle Daten zu beschaffen. Wir müssen den Ballon so bald wie möglich abschießen. Pull den Ballon vom Himmel, lade die Daten herunter und dann nichts wie weg. Der Ballon ist gelandet. Verteidige die Daten. Für die Festung. Der Gegner ist erledigt. Dann lösen die auch noch alle gleichzeitig aus, ja? Datei erfolgreich abgerufen. Der Strom dreht sich, weil ich auf der anderen Seite gebaut habe. Hast du das schon fertig mit dem Basketballkorbteil? Noch eine Datei. Andreas? Wo hast du die gefunden? Also auf dem Basketballplatz, oder nicht? Warum stimmt das?
mich umzingelt. Das ist eine gescheite Stimmunterlegung. Das nennt. Die Daten sehen gut aus. Der Gegner ist erledigt. Datei erfolgreich abgerufen. Komisch, ne? Wir hatten schon letztes Mal, dass sich der Sturm nicht gedreht hat. Und jetzt diesmal schon wieder. Die Daten sehen gut aus. Ah, Zufall. Das Ärgernis. Schaden der kriegt, ne? Der Verteidiger. Das ist heftig. Wen wollte merken? 28er Hüllen, ne? Mit einer 82er Waffe. Datei erfolgreich abgerufen. Hätte schon wieder nur auf einer Seite bauen können, ne? Dass ich noch nicht einmal Fallen verwundbar hatte. Noch eine Datei. Entfernung ist einfach. Zwei Schüsse für eine Hülle oder was? Die Daten sehen gut aus. Was das für Munition kostet. Komisch, ne? Dann sind wir auch nach unten da. Hülle gesichtet.
Hätte auch mal vorher machen können, ne? Das kriegen die alle oben rum, weil er da oben steht. Sie haben mich umzingelt. Er steht. Fällt doch nicht. Hilf mir mal! Ich hoffe. Oh. Wir haben eine Falle weggeknallt. Was ist denn da los? Überleg mal, wir sind 28er-Zone und hier eskaliert das, wie als wenn wir in Brutal. Wechsel da hinten, schießt er nicht ab. Anni, ja, der müsste eigentlich wohl genug ausgeschlafen haben, ne? Er darf nicht müde sein, der hat heute den ganzen Tag frei gehabt. Finden. Eine Vorstellung. Ein Brutal gibt es ja nicht viele Möglichkeiten, ne? Schon gleich fertig. Das hörst du nicht hervor, glaube ich nicht. Nein. Offen, ne? Herbstlich. Mache ich gleich eine ohne Ticket. Okay, jetzt wenn es die Mission da nicht gibt, dann gehe ich wieder raus. Ja. Aber es ist noch nicht vorbei, ne? Also die haben gesagt, dass es nochmal Hitzewelle gibt. Nicht so krass, aber 25 Grad soll schon noch werden. Hier war wir sehr windig heute irgendwie. 22 Grad, aber windig. Sonne hat geschienen. Komisches Wetter. Ich glaube, in Kalifornien war das, da hat es irgendwie gehagelt. So doll, dass sie da das Eis von den Straßen irgendwie, da sind die mit den Autos durchgefahren, Alter.
Ja, irgendwie in Amerika. Wir sind in manchen Regionen über 40 Grad, aber. Doppelter Schrecken in einem Paket. Deine Atlasse sind bereit. Finden wir die Ziele. Und gleich einen sofort, wahrscheinlich den zweiten nicht. Den dann noch schon wieder unten. Ist da alles? Greift ihn an, will ich mich. Hilfe benötigt! Und noch ein Basketballkorb. Wer kloppt denn da so blöd rum? Wie er sich wieder gönnt, ne? Guten Appetit. Dann lasse ich erstmal und so. Ziel noch nicht gefunden. Das habe ich befürchtet. Ehrlich gesagt, das ist viel schlimmer als das, was ich befürchtet hatte. What? Erkunde du doch den Riss. Schon gut. Blöde Idee. Rückzug. Lass mich mal von hier aus etwas Forschung betreiben. Direkt daneben, ne? Du dich fernhalten. Das Ding hasst dich. Ziel erfasst. Platziere den Atlas auf dem Ziel, wenn du soweit bist. Soweit. Gott sei Dank nur eine Mission. Dann sind wir gleich fertig. Jetzt verfügbar. Auch überhaupt miteinander, ne? Gott sei Dank, das ist doch noch eine Hexe, habe ich doch im Winkel gesehen. Was sind die wie die Fliegen? Gut. Ja. Wir brauchen Platz. Ich hätte auch gerne mal so ein Leben, so Pizza gönnen und so. Ich glaube, letztes Mal habe ich eine leckere Pizza gegessen. Aber die ist doch runter. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich gekauft habe, aber die ist lecker. Heiliger setze ich dann gleich. Was? Nein. Wie nein? Was kommt? Gute Arbeit. Leg Blue
Doomglow in den Atlas ein. Missionskontrolle öffnen, wenn du bereit bist zu beginnen. Ich sehe da auch noch nicht mal, was für eine Pizza ist. Wirklich. Mag das nicht. Ist auch klar. Ein bisschen essen. Oh, jetzt muss ich das wieder wegklopfen. War schon fast klar. Pool. Ja, der Pool. Ach, den. Dann. Ich hoffe, wir bauen einen Schneemann. Wir bauen noch einen Schneemann. Alles klar. Sind wir neu, das bauen. Nicht, ne? Na egal. Als Gefahr im Verzug. Das ist genug, Blue Glow. Du schaffst es, Kommandant. Noch ein Pony, ne? Der Gegner ist erledigt. Mir schwarmt. Nein. Als soll sich doch der Strom drehen. Eine Keule. Ich wollte meine Basis ist. Wieder weiter, bitte. Hier im Ohrwurm. Ah ja.
Sie haben mich umzingelt. Amazone. Und ob sich das dreht hier. Guck mal, wie der schießt, dieser Pistolenschüsse. Zeit, dass die Waffe weg ist. Wann gefrieren die in der Basis ein hier? Ich werde angegriffen! Ja. Tust du nicht auch was? Ola Sack, oder? Das ist ja ganz cool, wenn die gefrieren, ne? Aber andererseits, die Aufladung ist in manchen Fällen doch besser. Von der Basis. Schon wieder dreht sich nicht einmal der Sturm. Ja. Einfach rein. Aber ich dann muss man den anderen Ableist überhaupt einbaut. Nicht angreifen. Und Turas. Ja, ich weiß doch, aber da haben sie eben gerade draufgehauen und da ist nicht zu Eis. Und guck da. Ich habe Eis mit drin eigentlich. Das ist Unwissenheit. Willkommen. Wieder der Boss wieder drin. So, ich habe dich vorhin in der Party gesehen, deswegen habe ich gedacht, ich will mal nicht stören. So, ach deswegen. Okay. Ja, das wusste ich jetzt. Eine Pistole regelt auf jeden Fall. Gleich Schrott. Ich
Ich sehe unsere Feinde. Ja, ich auch. Ja, dann. Lass uns von hier verschwinden. Ich bin, ne? Nur noch 30 Sekunden. Bereit. Alles einsetzen. Ach ja. Nochmal, ob es da jetzt zwei Stück gibt. Sonst bin ich hier fertig. Eigentlich brauche ich mir jetzt gar keine mehr holen. Ah, okay, gut. Soll ich in eine Sammlung packen? Muss erstmal kurz gucken, was ich sowieso habe schon. Ja. Da immer noch nicht dran. Hier habe ich noch was. Ich? Hm, ja, die habe ich auch noch nicht. Das Rio aus dem guten Namen. Episch. Intergalakt. Noch nicht alles. Ansonsten noch. Schon.
Ja, ich würde sagen, wir waren jetzt auch an dieser Stelle. Mäßig. Dann nächstes Mal weiter. Nee. So, dann würde ich sagen, wechseln wir jetzt. Soweit alles fertig, bis auf die Dailies mit Brutal, aber das ist. Whatever, wir spielen jetzt Poker. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, danke fürs Zuschauen und bis nächste Fortnite. Horido!